Hallo meine Lieben, eine brandneue Studie macht den Megalodon noch grausamer, als das Urzeitmonster in den Köpfen der Menschen eh schon ist. Insbesondere die ungeborenen Kinder des prähistorischen Riesenhais macht die neue Erkenntnis zu wahren Monstern der Erdgeschichte. Was dahinter steckt, erfahrt ihr nach dem Intro. Der Megalodon war der größte, fleischfressende Hai, der jemals die Ozeane durchstreift hat. Er erreichte eine Länge von 15 Metern, mit Rückenflossen, die 1,5 Meter aus dem Wasser ragten. Die Erforschung dieser Kreatur ist schwierig, denn alles, was uns vom Megalodon geblieben ist, sind seine 15 cm langen, gezackten Zähne. Das macht es für Wissenschaftler schwierig, herauszufinden, wie groß diese Kreatur tatsächlich geworden ist und warum sie so enorme Ausmaße erreichen konnte. Aber neue Studien verweisen nun auf eine Tatsache, die grausamer nicht sein könnte. Sie deutet darauf hin, dass die ungeborenen Babys des Megalodons schon im Mutterleib dafür gesorgt haben, riesig zu werden. Megalodon-Eier schlüpften schon im Mutterleib, wo sie immer größer und hungriger wurden, bevor sie schließlich lebendig geboren wurden. Doch nicht alle Embryonen überlebten die Schwangerschaft. Frühgeschlüpfte Embryonen begannen, diese umgebenden ungeschlüpften Eier zu fressen. Ein Vorgang, der in der Zoologie als intrauteriner Kannibalismus bezeichnet wird. Die Folge dessen war, dass nur einige wenige Megalodon-Babys überlebten und durch das Fressen ihrer Geschwister schon im Mutterleib eine beachtliche Größe erlangten. Anhand der aufgefundenen fossilen Zähne können Wissenschaftler Rückschlüsse auf die gigantische Größe des Megalodons ziehen. Eine Gruppe britischer Forscher beschreibt in einer Studie, dass Megalodon gar bis zu 52 Meter lang gewesen sein könnte und nicht nur die bisher angenommenen 15 Meter. Megalodon beherrschte die Ozeane 20 Millionen Jahre lang, bevor er vor 3,6 bis 2,6 Millionen Jahren verschwunden ist. Theorien über sein abruptes Aussterben sind zahlreich. Eine dieser besagt, dass die Supernova einer 150 Lichtjahren entfernten Sonne dem Megalodon mit tödlicher Strahlung sein Ende bereitete. Eine andere Studie deutet darauf hin, dass der neu entstandene weiße Hai ihm überlegen war. Und das nicht aufgrund seiner Größe, sondern der besseren Anpassungsfähigkeit. Egal was es nun war, es brauchte etwas Großes, um diesen, schon vor seiner Geburt als Superjäger zu bezeichnenden Riesenhai, auszurotten.